Ja, einen wunderschönen guten Spätnachmittag. Ich freue mich sehr, auch etwas beitragen zu dürfen zum Spektakel. Ich bin Bühnenpoetin. Ich fasse die Welt in Worte, weil ich sie begreifen möchte. Ich drehe und wende, verstricke und webe Wortgewänder, die ich behende an die spitzen Ohren in der Menge hänge. Wenn mich bedrückt, was Zungen über Zukunft kaum zu sagen wagen, was Schultern nicht mehr schultern wollen und Gedanken für sich selbst nicht mehr ertragen, muss ich schreiben. Meine Zweifel, meine Angst, meine Wut und meine Hoffnung in Buchstaben kleiden. Ich habe die Macht der Worte und fühle mich dennoch oft machtlos angesichts der nicht zuhörenden Mächtigen dieser Welt. Deshalb wende ich mich an all die offenen Ohren, die noch an Veränderungen glauben, die mit Worten und Taten gestalten wollen, die sich einmischen. Denn da ist Zuversicht und Glaube an die Welt der Möglichkeiten, an die Kraft der Poesie. Denn Poesie ist die Biene, deren Flügel des Gesangs ohne Leben verkrüppeln und verkleben, dann schläft kein Lied in keinem Ding. Und wer denkt, wir könnten auf das alberne Dichten doch einfach verzichten, ist sich der Tragweite von Bienenflügeln nicht bewusst. Sie schlagen in jeder Brust. Hört her, ihr Bestsellerbesteller, ihr Amazon-Empfehlungskäufer, ihr vom sinkenden Schiff an sichere Uferüberläufer, ihr Verlagswesen alias Medienkaufleute digital und print, ihr Literaturagenten 0815. Erst, wenn das letzte Lyrikskript abgelehnt, der letzte Poet gebrochen und das letzte Zauberwort gesprochen ist, werdet ihr merken, dass man Kochbücher nicht essen kann. Nein, auch nicht die von Jamie Oliver. Es ist Zeit für eine Strategie, lebensrettende Sofortmaßnahmen für die Poesie. Mund-zu-Mund-Propaganda und Buchdruckmassage, ernste Wortspieler mit Textstilcourage. Wir brauchen den tödlichen Pass in den Tiefsinn, spielwitzig gepaart mit einem Schuss Torheit. Einen roten Klangteppich für die Sponsoren, Brot und Verse fürs Volk und Opium für die Ohren. Wir brauchen Anarcho-Vokabulisten, die im Kampf für Neologismen das Rechtschreibprogramm überlisten. Sie reimen Oregano, Origami auf Lama, Salami und Salamander, Mandala auf Durcheinander-Tanzgala, lecken die Creme de la Creme fraiche, unverwundene Wendungen von ihren Lippen, während sie ausgeflippte Manuskripte dipptippen und schleudern das triefende Wortgewäsch, bis das Abtropfgewicht ihrem jugendlichen Leichtsinn entspricht. Im Auftrag der Poesie zwingen sie die monokulturelle Unterhaltungsindustrie mit der verbalen Keule in die Knie. Denn Poesie kann Karate, Poesie kriegt sie alle, Poesie schafft Zitate, Poesie für alle Fälle, denn verlässt Poesie unsere Kehle, ist sie Bum-Chicka-Wawa für die Seele. Poesie singt unser Lied, sie macht keinen Unterschied zwischen arm oder reich, vor Poesie sind alle gleich. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, hat Wittgenstein einst festgestellt. Dabei hat er nicht bedacht, was Poesie mit Grenzen macht. Sie verschwimmen und verschwinden, Gedichte verbinden Menschen und deren Fantasie. Schaffen Eindeutigkeit in Paradoxien oder widersprechen dem Aussagendiktat. Durchbrechen den Trennstrich-Stacheldrahtapparat, eingemauerte Ideenbändigung. Das ist ihr Beitrag zur Völkerverständigung. Poesie schafft grenzenlose Wahrheit, weil sie konkret nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch über den Dingen steht. Deshalb ist sie auch meine Wahrheit. Ehrlich, aber verdammt gefährlich, sowie freihändig. Und mit geschlossenen Augen Fahrrad fahren. Die Welt rotiert unter meinen Füßen und die Zeit flattert in den Haaren. Wahrheit. Wahrheit, ja, Wahrheit ist ein großes Wort. In Zeiten, in denen sie so umkämpft und gleichzeitig ignoriert wird. Die Klimakrise ist wahr. Darin sind sich 99% der WissenschaftlerInnen einig. Dennoch reichen wenige AnhängerInnen alternativer Fakten, um die Kraft der 99 auszuhebeln, sie auszubremsen. Auch das Artensterben ist wahr. Die Durchdringung unserer Ökosysteme mit Mikroplastik ist wahr. Die Zerstörung unserer Regenwälder und Wäldlungen ist wahr. Warum sind Gier, Macht und Geld trotz der Handlungsdringlichkeit immer noch wahrer? Vielleicht braucht es so etwas Verlogenes, Fantastisches und Schöpferisches wie die Poesie, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Es braucht Schreibende und LyrikerInnen weltweit. Es braucht das Schamrock Festival und Poetry for Future. Und wir brauchen ehrliche Aufmerksamkeit und echten Willen zur Lösung, keine aufgesetzten Gesten. An dieser Stelle zitiere ich einen meiner liebsten Poets for Future, Samuel Kramer. Denn mit den Vögeln
die aus unseren Welten verschwinden, gleich den Federn, die wir immer seltener finden, gleich dem Dodo, der uns so schwer im Magen liegt, gleich dem Phönix, der Asche des Adlers verblieb, gehen mir die Vergleiche und Hoffnungen aus. Ich tausche gerne jede Lösung gegen meinen Applaus. Zu sehen und zu hören, wie viele Poetinnen weltweit sich einmischen und sich der Poetry for Future verschrieben haben, hält in mir noch die Hoffnung aufrecht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Shamrock Festival.